wir führen viele Gespräche, viel heiße Luft. Wir werden jetzt mal schauen. Also es lässt sich leider noch nichts sagen. Konkret ist noch nichts geworden, so wirklich. Deswegen, ja, wir sind weiterhin auf der Suche. Aber es ist schon etwas enttäuschend, würde ich behaupten. In einem Land wie Deutschland, was ja doch relativ reich ist, oder wie viele deutsche Firmen tatsächlich dann ausländische Einerfahrer sponsern und man selbst bleibt da mehr oder weniger außen vor von dem Sponsoring, ist schon etwas traurig. Also so ein Ruderboot kostet allein schon 15.000 Euro. Dazu kommen Reisekosten, der Verdienstausfall, den man durchs Rudern hat. Also wir sprechen da über eine niedrige sechsstellige Summe, die nötig ist, um das zu finanzieren. Ich habe jetzt mein großes Ziel, das ist Olympia. Da möchte ich bestmöglich abschneiden. Aber wie es danach weitergeht, das hängt dann tatsächlich von den Sponsoren ab. Wenn da sich weiterhin nichts tut, dann kann es sein, dass es nach Tokio Schluss ist für mich. Das heißt, du müsstest deine zweite große Liebe aufgeben, weil es keine Leute gibt, die dich anständig unterstützen. Das droht momentan, ja. Leider. Nicht schön, oder? Nö, ist nicht sehr schön. Und jetzt freue ich mich auch gleich ins Ruderboot zu steigen, um wieder bessere Laune zu bekommen, weil der Gedanke daran ist schon etwas niederschlagend. Ja.